Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lände TV der ZAG am 18. Oktober 2016. Heute mit diesen Themen. Die Absolventinnen und Absolventen der FH Vallberg dürfen sich über gute Jobchancen freuen. Es gibt Auszüge aus dem Ländle-Talk mit dem Versicherungsmakler Helmut Scholler. Und natürlich auch heute haben wir die aktuellen News und Wetterinformationen für Sie. Studieren lohnt sich. An der FH Vallberg lohnt sich das Studieren gleich doppelt, denn die Absolventinnen und Absolventen haben nach dem Studium extrem gute Jobchancen. Warum das so ist, das sehen Sie in unserem ersten Beitrag. 3/4 der Studierenden hat vor Abschluss einen fixen Job oder eine Zusage. Das ist gut so. Und davon können wieder 3/4 sagen, wir sind am heimischen Arbeitsmarkt untergekommen, was ein Beweis dafür ist, dass wir den Fachkräftemangel auf der Ebene bekämpfen und dass die allermeisten Absolventinnen und Absolventen auch am Vorarlberger Arbeitsmarkt, in der Vorarlberger Wirtschaft eine Beschäftigung finden. Das Ringen um diese Absolventen ist groß. Die strategische Ausrichtung ist aufgestellt, die Entwicklung wird weitergehen. Also wir sind sehr dafür, dass wir die Forschungsstrategie, die wir auch mit der FH besprochen haben, und auch die Finanzierung dahinter aufrechthalten und konsequent umsetzen. Vorne dabei sein, nicht zurückfallen, haben Sie gerade gesagt. Dazu muss man ständig dranbleiben. Man darf nicht nachlassen. Wir haben natürlich sehr gute Rankings. Wir haben ein fantastisches Audit hinter uns. Aber wir müssen immer weiter uns entwickeln. Meines Erachtens ein ganz wichtiges Entwicklungsziel ist die interdisziplinäre Problemlösekompetenz. Wir wollen Fach- und Führungskräfte ausbilden für die Vorarlberger Unternehmen und Institutionen, die auch in Zukunft noch in der Lage sind, die ja nicht einfacher werdenden Probleme zu lösen. Wir haben da schon Schritte übernommen. Wir haben Wahlmöglichkeiten, wo Studierende unterschiedlicher Studiengänge gemeinsam Probleme lösen, Themen bearbeiten. Aber ich denke, dass da die Zukunft drin liegen wird, diese Problemlösekompetenz, diese interdisziplinäre weiter auszubauen, die Fähigkeit bei den Studierenden zu entwickeln, über den Tellerrand zu schauen. Die 7 Studiengänge wurden überprüft nach verschiedenen Qualitätskriterien, ob die Studiengänge dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Und es ist erfreulich, dass wirklich die Studiengänge hervorragend bewertet wurden. Das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist ein gutes Zeugnis, auch ein gutes Feedback an die Lehrenden, an die Fachhochschule selbst. Soweit also zu den Jobchancen der Absolventinnen und Absolventen der FH Vallberg. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen News des Tages. Die Arne Group mit Hauptsitz in Schlins und unter anderem einem weiteren Standort in Vandans wurde zu 100% an den österreichischen Unternehmer Stefan Zöchling verkauft. Das Vorarlberger Familienunternehmen gilt als einer der führenden Anbieter für Rohrleitungsverbindungen in der Energie- und Automobilindustrie. Der neue Eigentümer wolle das Unternehmen im Ausland stärken und vor allem die Expansion in Russland und den USA vorantreiben, heißt es von Unternehmensseite. Die Arne Group hat derzeit eine Exportquote von rund 97%. Das Land Vorarlberg tut sich immer noch schwer, die vom Innenministerium vorgegebene Quote für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu erfüllen. Von den anvisierten 254 Flüchtlingen leben laut Landesrätin Katharina Wiesflecker bislang 230 im Ländle. Das entspräche einer Quote von 90%. Das Innenministerium sieht das anders. Aufgrund einer anderen Zählweise kommt man dort auf eine Quote von lediglich 80%. In Wien zähle man nur diejenigen unbegleiteten Flüchtlinge, die jünger als 18 Jahre sind. Bregenz zählt dagegen alle Flüchtlinge, die in Betreuungseinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben. Darunter sind auch mittlerweile über 18-Jährige. Und die Experten der Ratingagentur Standard & Poor's stellen dem finanzpolitischen Kurs des Landes Vorarlberg ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Finanzen des Landes befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand, urteilte Standard & Poor's am vergangenen Freitag. Die Ratingagentur blickt für das Land auch optimistisch in die Zukunft. Alle Parameter würden darauf hindeuten, dass diese Top-Position auch weiterhin zu halten sei. Durchaus zufrieden über den Expertenbericht zeigt sich naturgemäß Landeshauptmann Markus Wallner. Man werde auch im Budget 2017 einen soliden Haushalt vorlegen. Soweit die aktuellen News des Tages und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Auszug aus dem Ländle-Talk mit Helmut Scholler. Er ist Geschäftsführer der First Versicherungsmakler hier am Garmarkt in Götzis. Helmut,
Wie kam es dazu zur Gründung der First Versicherungsmakler? Der Hintergrund sind vor der Wirtschaftskammer Gespräche gewesen über die Nachfolgeregelungen der Versicherungsmakler 2013. Und dort hat man gesehen, dass wirklich sehr, sehr viele in Vorarlberg über 50 schon sind und keine Nachfolgeregelung haben. Und aus diesem Grund sind wir mit der Vorarlberger Landesversicherung in Kontakt getreten, haben gesagt, was könnte man tun, was kann man machen. Ich selber war auch betroffen oder bin betroffen und haben gesagt, okay, gründen wir eine neue Gesellschaft, eine Maklergesellschaft, wo wir diesen Leuten eine Plattform bilden oder praktisch machen, wo sie ihre Bestände verkaufen können und trotzdem wieder weiter betreut werden, die Kunden gut ihre Betreuung fortführen können. Das war der Hintergrund der First Versicherungsmakler. Darf ich hier noch etwas nachhaken? Ich glaube, einzigartig an dieser Geschichte ist auch, dass die Vorarlberger Landesversicherung hier direkt mit dabei ist. Ja, wir haben tolle Gesellschaften gefunden im Hintergrund. Es ist einmal die Vorarlberger Landesversicherung. Das war uns sehr wichtig, dass wir einen regionalen Versicherer im Boot haben. Wir haben einen internationalen Versicherer dabei mit der Helvetia-Versicherung. Wir haben ZM3 mit im Boot, auch drum hier am Garnmarkt. Wir haben die MK Management, einen Schweizer dabei, weil wir gesagt haben, der Schweizer Markt könnte für uns in den nächsten Jahren interessant werden. Und meine Wenigkeit ist nochmal auch dabei bei den Gesellschaftern. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie viele sind bei den First-Versicherungsmaklern mit dabei und Personen? Wir haben mittlerweile, und das doch in knapp 2 Jahren, schon 3 Makler gekauft. Mein Unternehmen war das erste, wo als 100%ige Restanfolge eingeflossen ist und First. Und mit meiner ganzen Mannschaft. Wir haben mit Dombien 2 Makler gekauft. Einer arbeitet noch bei uns, einer hat sofort aufgehört. Und wir haben die Kunden übernommen, haben neue Strukturen schaffen müssen. Und das ist uns aber jetzt sehr gut gelungen in diesen 2 Jahren. Und wir sind guter Dinge, dass wir wachsen. Jetzt kenne ich mich ein bisschen aus in dieser Branche, weil ich selber in dieser Branche einige Jahre aktiv war. Ich stelle mir das Ganze, wie es zur Gründung gekommen ist, nicht so einfach vor. Haben dich einige in dieser Geschichte auch für verrückt erklärt? Das wird es immer wieder geben. Es gibt Neider, es gibt Gönner, aber ich glaube, dass man jetzt sieht, dass das Ganze funktioniert. Natürlich war das was Neues, man hat das nicht gekannt. Man hat gesagt, okay, versichere mit dem Boot, kann das funktionieren? Funktioniert sehr gut, weil wir trotz alledem Makler sind und Berater sind und das Ganze im Vordergrund stellen. Und wir sind Dienstleister und das wird immer so bleiben. Soweit zum Ländetalk mit Helmut Schuller. Und was Sie morgen in den Vorarlberger Nachrichten lesen, das sehen Sie bereits heute hier bei uns auf Ländetv. In der Unterlassungsklage wegen Ehrenbeleidigung und Rufschädigung zwischen der Anwältin Birgit Breinbauer und dem Männerparteiobmann Hannes Hausbichler kam es am Zivilgericht Felkirch zum Prozessauftakt. Ein angebotener Vergleich kam nicht zustande. Die Causa Blumenhaus geht in die finale Runde. 3 Kaufinteressenten haben sich herauskristallisiert. Die mögliche Kaufsumme ist allerdings noch offen. Martina Feuerstein hat den Brustkrebs besiegt. Die 58-Jährige erzählte dem VN, wie sich die Krankheit auf ihr Leben auswirkte und warum sie nie Angst vor dem Tod hatte. Das war's schon wieder mit einer aktuellen Ausgabe von Ländetv der Tag am heutigen 18. Oktober 2016. Sie sehen im Anschluss jetzt noch das Wetter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten und dabei sind. Bis dann! Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 5 und 13 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Osten. Der morgige Mittwoch dürfte ein überwiegend bewölkter Tag werden. Die Chancen auf etwas Sonne sind gering. Zudem regnet es zeitweise. Schnee fällt ab etwa 1500 Meter. Vor allem in den nördlichen Landesteilen kann der Westwind auffrischen. Es bleibt relativ kühl. Am Donnerstag zieht es nach einer kurzen, freundlichen Phase am Morgen wieder zu und es kommen Schauer auf. Auch am Freitag regnet es im ganzen Ländle. Am Samstag ist es wolkig bei 1 bis 8 Grad. Sprechprobe mit Fahrzeug. Hier Fahrzeug, Sprechverbindung sehr gut. Verständigung ebenfalls sehr gut, Ende. Jetzt sehr miteinander, ich mache gerade typische Kontrollfahrt mit der Kirschbergbahn. Und wie das Wetter so wird, das zeige ich euch jetzt.